Begrüßung, liebe Leute, und willkommen zurück zu Mystery of Neuschwanstein. Huch, mir ist gerade was aufgefallen, nämlich das Dingens hier ist zu, davor war es offen. Vielleicht liegt hier ja außerdem noch irgendwo ein Tagebucheintrag von Ludwig Num. Also, ich war aber nicht so. Vielleicht hier? Nee. Warum ist hier die Schwärze? Sieht aus, als wäre hier Antimaterie plastik gewesen und. Ja. Was reden Sie da? Google-Männer, Ultramonter, wer? Gehen jetzt die Gäule mit Ihnen durch? Ich brauche Fakten, keine Verschwörungstheorien. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, macht das alles Sinn. Die Google-Männer sind gekommen, um die Ultramontalisten daran zu hindern. Genug! Schluss damit! Mir raucht der Kopf! Ich will nichts mehr von Geheimbünden hören! Ich knöpfe mir jetzt Franchetti vor. Der kann was erleben. Okay. Na, den haben wir ja wirklich überzeugt. Ich glaube, der Horizont des Herrn Oberwachtmeisters ist, gelinde gesagt, etwas beschränkt. Wir sollten Beatrix einweihen. Sie macht sich bestimmt Sorgen. Auf gar keinen Fall, Herr Professor. Schon gemerkt? Es regnet nicht mehr. Wir haben unter dem Berg zu tun. Dein Turteltäubchen muss warten. Ja, der Regen hat aufgehört. Okay, hier ist aber auch nichts Neues geworden. Was möchtest du denn, Adler? Die neuzeitlichen Google-Männer gründeten sich vermutlich im Jahre 1998 anlässlich des 113. Todestags von König Ludwig II. Sie stehen in der Tradition der Koalition, eines Geheimbunds, der von Ludwig II. Gegründet wurde. Sie sind vom Mord des Königs durch den damaligen preußischen Geheimdienst überzeugt und verteidigen auch auf anderen Gebieten vehement die Ehre des toten Königs. Sie tragen schwarze Kutten und spitze Mützen, die Google. Mit dem Begriff Ultramontanismus wird eine politische Haltung des Katholizismus bezeichnet. Ihre Anhänger. Das schon. Okay. Repariere die Steuerung, indem du die grünen Kabel zum grünen Speicher führst und die roten zum roten Speicher. Rot.
Schon ein interessantes Rätsel. Wir haben jetzt zwar nicht das übliche Hacken, sondern jetzt halt mal was anderes. Scheiben umdrehen. Also. Okay, so kriegen wir schon mal das dorthin. Das ging sogar. Okay. Also so. Nichts. Hä? Ach, Scheiße. Hallo, Frau Hamilton. Oben genannte Person hat sich dem Verhör entzogen und wird seitdem vermisst. In der Datenbank von Interpol ist besagte Person nicht unbekannt und war schon in verschiedene Fälle verstrickt, die sakralen oder historischen Hintergrund hatten. Sollten Sie ihm erneut begegnen, lassen Sie sich nichts anmerken und rufen Sie sofort die Polizei. Franchetti gilt als gefährlich und skrupellos. Alles Gute, Fischer, Oberwachtmeister, Polizei Füssen. Ja, geil. Okay, dann gehen wir mal in das Gebäude. Also in den Raum. Mein lieber Richard, wenn ich nicht hier sein sollte, hat sich im Theater das Skript zu meinem neuesten Stück... Was? Sieh dir im Theater das Skript zu meinem neuesten Stück an. Ich bin mir sicher, dass du begeistert sein wirst, Hell. Der König musste sterben, damit der König leben kann. Das Schulheft des Fischers Liedl. Also doch keine Legende. Okay.
Lied also. Warum nicht Aldi? Hebel mit Theatersymbol. Warum ist das Hinweisblinken an? Huch. Cooles Stück. Das wollte ich eigentlich nicht. Kein Funkeln. Unglaublich, Ludwigs unterirdisches Reich erstreckt sich noch viel weiter irgendwie. Pforte, Brücke, Studio, dort sind wir gerade. Theater. So. Wo ist jetzt? 5. Dezember 1885. Es gibt wenige Tage, an denen wir die Entscheidung bereuen, das Foto mit unserem speziellen Freund gemacht zu haben. Es könnte ein fataler Fehler mit schwerwiegenden Folgen gewesen sein. Wir bringen es nicht übers Herz, dieses Beweisstück, den Spiegel modernster Technik, zu zerstören. Daher brauchen wir einen sicheren Ort, an dem wir das Foto verstecken können und es außer meinen Nächsten niemand zu Gesicht bekommen möge. Okay. Und was hast du zu sagen, Adler? Der königlich-bayerische Leibfischer Jakob Liedl war der einzige Zeuge, der den Tod des Königs gesehen haben könnte. Angeblich wurde sein Schweigen mit viel Geld erkauft. So könnte sich erklären, dass er nach des Königs Tod ein reicher Mann wurde. Er hielt sich an das Schweigegelübde, schrieb jedoch die Wahrheit über die Vorgänge in ein Schulheft, das mit ihm beerdigt werden sollte. Noch heute scheiden sich die Geister daran, ob das auch geschehen ist oder ob das Schulheft an anderer Stelle aufbewahrt wird. Ja, wir haben es doch gerade gefunden, also wissen wir ja, dass es ein anderer... Ich bin zwar kein Fachmann für Fotografie, aber viele dieser Gerätschaften wurden als Nachtlärm nach der Regentschaft, bla 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 bla. Dieser Raum ist keine besondere Überraschung. Es ist ja allgemein bekannt, dass Ludwig eine Passion fürs Theater hatte. Mir scheint, der König war ein Mann mit vielen Passionen. Da ist es mal einmal ein bisschen von seinem Kuchen und schon ist der Kratzen vorbei. Oh mein, ein Chateau Morgros von 1899, wirf bloß nicht, bla 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 bla. Wir haben die Weinflasche. Das ist eines der Items, an die ich mich erinnere. Springe mit den einzelnen Steinen über die anderen Steine, bis nur noch der krasse... Was? Bis nur noch der Krasselgau-Stein in der Mitte übrig ist. Das war schon mal falsch. Also irgendwie muss ich es schaffen, dass... Huch! Das hat sich gleich irgendwie spontan reset. Ich muss die von dem Rennen wegbekommen. Ja, ich muss die echt von Rennen wegbekommen. Also, weg. 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 Das war schon nah dran. Also, von den Rändern weg. Aber dann muss ich auch noch den hier entfernen. Scheimeisen. Ich glaube, ich habe schon wieder verkackt. Oh, ich kann diagonal springen. Ich kann diagonal. Die Diagonale wird mich noch retten.
vermaledeit. Also, das war schon sehr nah dran. Aber jetzt haben wir ja auch herausgefunden, wir können die auch neu spielen. Und wir haben schon wieder verkackt. Web. Der pure Wahnsinn überwältigend, deswegen auf der Karte keine Tür rein. Jetzt verstehe ich, um was es hier wirklich geht. Jetzt schon. Es geht hier um nichts anderes als den Gral. Davon bin ich überzeugt, seit die Ultramontanisten im Spiel sind. Glaubst du, der Gral ist wirklich hier unten? Ich bin Journalistin. Glauben hilft mir da nicht viel. Aber wenn der Gral hier unten ist, werde ich ihn finden. Verlass dich drauf. Ja, der kalte Hund schmeckt gut. Und wieder das Hein, wenn sich der Vorhang hebt, wird der Geister strahlen. Was auch immer das bedeuten mag. Verschlossen. Huch. Also ich habe im Theater noch irgendwas zu tun. Was habe ich da jetzt zu tun? Verschlossen. Forscherkammer. Unmöglich. Okay, Dietrich. So geht das nicht. Mit Dietrich geht das nicht. Montagmittag. So geht das nicht. Das geht nicht. Cooles Stück. Unmöglich. Das war anscheinend wieder ein Tagebucheintrag. Cooles Stück. Unmöglich. Flasche. So geht das nicht. Tja, dann geht das wohl nicht. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Da haben wir nämlich auch noch irgendwas zu tun. Und hören uns erstmal Adlers Notizen an. Ludwig II. Liebte das Theater und umgab sich gerne mit Schauspielern und Autoren. Da ihm aber die anderen Zuschauer und Gaffer zuwider waren, ging er schließlich dazu über, den gesamten Saal zu mieten und die Aufführungen völlig alleine zu genießen. Alleine in München wurden 44 Opern, 154 Schauspiele und 11 Ballettaufführungen nur für den König inszeniert. Der hat keine Geldprobleme, wenn der das gemacht hat. Ah, das hier ist neu. 21. Dezember 1885. Wir haben es vollbracht. Das Skript mit unserem neuesten Meisterstück ist vollendet. Die Uraufführung wird die Welt des Theaters revolutionieren. Und selbst William in den Schatten stellen. Diese Errungenschaft müssen wir mit unserem guten Freund Richard teilen. Wir werden ihn dazu in unser geheimes Reich einladen. Wer ist Richard? Verschossen. Wir müssen den dazu passenden Schlüssel finden. Und das? Nö. Dietrich? Das muss ich anders verwenden. Natürlich. Eine Kerze. Ja. Da. Huch, ich kann es nicht anklicken. Ich kann es nicht anklicken. 11. Mai 1883. Wir sind fasziniert von... Tja, so, dann kann ich es wohl nicht anklicken. Alte Schlösser aufbrechen, ein Kinderspiel. Ja, geil. Dietrich. Oh Gott. Also, wir haben 7 Versuche. Jetzt gucken wir erstmal noch, was die Tasten machen. Also, das schlägt das zweite rein. Und macht sonst nichts, wenn das ein zweites Mal rein. 2. Haut das dritte rein. 3. Haut das da unten rein, aber das da oben raus. 4 haut das da oben rein und 5 haut das raus. Aha. Das heißt 4, 5, 1, 2, 3. Ah, okay. Also 5 wollen wir, glaube ich, nicht verwenden. 5 haut bloß das dort rein. Das kann aber, glaube ich, auch noch ein anderer.
Ja, die zwei nämlich. Das heißt, wir wollen 2, 1, 2. So, jetzt müssen wir nur noch die... Okay, 1, 3, 2. Ja, das ist auch... Das ist Schlösserknacken. Da muss man... Nein, 5 wollen wir nicht. 3. Okay, jetzt sind alle unteren schon mal sicher. So. Dann hier. Nein. 4. 1. 2. 3. 4. Nee, 5 wollen wir nicht. 5 ist scheiße. Also 3 holt das dort raus, aber das dort wieder rein. Jetzt müssen wir nur noch irgendwas finden, was nur die obere Reihe. 2 schon mal nicht. Nein, 4 auch nicht. 1. Okay, das zieht mir auch die Züge ab. Ich sag's schon wieder, die Rätsel sind so einfach. Schlechtes Review auf Steam. Also, das hier ist ja erstmal nur Trial Error. Oh, oh, leicht. Scheiße. Ah. Nein. Das kann man als gelöst ansehen. Das. Unmöglich.